Time for the PlayStation. Enjoy my channel and have fun. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zock mal wieder mit Tomaniac. Und ich bin ja ein totaler Fan von so Sportspielen. Und heute zeige ich euch International Track and Field auf der PlayStation 1. Ich habe gesehen, dass es auch eine PS2-Version gibt, aber ich habe die PS1-Version mitgenommen. Und jetzt schauen wir uns die mal an. Und der Plan ist, euch mal im Practice-Modus die einzelnen Disziplinen zu zeigen und dann mal so einen Wettkampf zu versuchen. Aber weil ich genau weiß, dass ich da wahrscheinlich nicht weit komme, zeige ich euch erstmal die Disziplin im Practice-Modus, dass ihr die mal alle gesehen habt. Das ist natürlich wieder ein Game, was für mehrere noch mehr Laune macht. Ja, schauen wir mal. In den Optionen kann man die Tastenbelegung einstellen. Um Speed aufzubauen, drückt man entweder wiederholt die Kreis- oder die Quadrattaste und um eine Aktion auszuführen, das X oder das Dreieck. Und da steht es schon auf Easy. Ja, lasse ich mal alles so, wie es da ist. Und ich gehe mal in den Practice-Modus. Da habe ich meinen Namen schon eingegeben, allerdings Country. Nicht USA, das gibt es ja eigentlich noch, gibt es nur dieser? Ja. Na dann natürlich Deutschland. Thomas Gehr. Okay, und die erste vorgeschlagene Disziplin ist 100 Meter Sprint. Das heißt Button mashen und kurz vorm Ziel X drücken, um sich nach vorne zu lehnen. Tap the buttons as fast as you can. Also das ist ein reiner Button Masher. Der aber spaßig ist, also ich habe es gerade mal so angezockt und da fand ich es wirklich ganz spaßig, bis auf 1, 2, 3 Disziplinen, die recht schwer zu meistern sind, diese Hammerwerf und Diskus und so. Warum seht ihr gleich? Ich stelle mich richtig gut an. Oh, drück. 100 scheiß Meter können hier ganz schön lang sein. Oh nee. Habe ich es geschafft? Ne? Ja, ich glaube, ich wäre noch in der Qualifizierungsdings drin. 14 muss man haben. Das hätte noch knapp gepasst. Okay, das war der 100 Meter Sprint. Zeige ich euch mal die nächste Disziplin. Event Select. Jo, kommen wir zum Diskus. Das wird lustig. Also Ziel ist, wenigstens einmal aus dem Käfig rauszukommen und dann auch eine Weite zu erzielen und nicht irgendwo zu faulten. Das ist gar nicht so einfach. Okay, und Speed. Oh scheiße, man sollte auch rechtzeitig abdrücken. Das kann ja Alter werden. Okay, nochmal. Oh Gott! Okay, jetzt habe ich's raus. Jetzt klappt's. Jetzt kann ich's. Ja, der könnte. Hoffentlich bleibt er noch irgendwo innerhalb der Zone. Immerhin. Na, knapp unter Qualifikationsweite. Mal gucken, ob wir noch einen besseren hinkriegen. Aber dann habt ihr Diskus auch mal gesehen. 54, das ist nicht so der beste Winkel. Aber in der Qualifikation, das Publikum tobt. Aber auch weit vom Weltrekord entfernt. Ich glaube, da komme ich nicht mal ansatzweise hin. Scheiße! Ja, der wäre so bei um die 50 Meter gewesen. Komm, einfach suchen wir noch. Der 50 Grad ist natürlich nicht der beste Winkel. Aber mein bester Wurf. Okay, so viel dazu. Auch zur nächsten Disziplin. Oh, Stabhochsprung. Ja, das habe ich irgendwie überhaupt nicht richtig gerafft. Schwung ist wieder mit Quadrat.
oder mit Kreis. Höhe, lasse ich mal die unterste Höhe. Okay. Der setzt den Stab automatisch in den Kasten. Man muss nur irgendwie rechtzeitig die X-Taste gedrückt halten. Und wann das rechtzeitig ist, habe ich keine Ahnung. Also so war es wahrscheinlich zu früh. Gucken, ob ich da wenigstens einmal rüberkomme. Ja, drüber! Ich glaub's nicht, ich hab's geschafft. 3,50 Meter Qualifikationshöhe. Was ist denn das nächste Höhe? Nehmen wir mal 3,55. Verkacke ich doch sowieso. Mir fällt der Finger ab. Ich hab's geschafft. Ich glaub's nicht. Okay. Komm, 3,60 Meter probieren wir auch noch. Ja, sogar 3,60 Meter. Okay, das soll es mal vom Hochsprung gewesen sein. Auf zur nächsten Disziplin. Speerwerfen. Ich glaube, 11 gab es insgesamt. Also man kann sich hier richtig austoben. Das ist ein cooles Game. Definitiv. Qualifikationsweite 55 Meter. Lol. Weltrekord 95. Lol. Na gut. Auf geht's. Schwung. Aber ich kriege überhaupt kaum Speed aufgebaut. Oh Gott, und der Winkel. Oh. 41 Meter 78. Oh Gott. Ne? Oh, nur minimal mehr. Oh Gott. Da kommst du überhaupt nicht weit. Puh, was war das denn? Ja, geil. 24,30 Meter. Ja, das war Speerwurf. Dreisprung, auch sowas, was ich nicht so richtig ralle. Gut, man muss dreimal X tippen und beim letzten Mal bestimmt man den Winkel. So war das, glaube ich. Ja, aber ich finde es doch irgendwie cool. Mittlerweile interessiert mich ja doch, wie die PlayStation 2-Version aussieht. Hätte ich die doch mal mitgenommen. Aber gut, das ist ja auch schon sehr spaßig. Ja, super. Dafür drücke ich mir hier einen Ast, ey. Okay. Next. Komm, 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 komm. Ach, immerhin, ich habe die Qualifikationsweite geschafft. 13,79 Meter. Auch hier frage ich mich, wie man an den Weltrekord kommen soll. Weil so viel Speed kannst du überhaupt nicht aufbauen. Da fällt dir ja alles ab. Ach du Arsch. Komm, ein Versuch noch. Und dann geht's in die nächste Disziplin. Meine Güte. Warum habe ich es? Ich habe es irgendwie gerochen. Komm, jetzt wollen wir wenigstens einen vernünftigen Sprung noch hinkriegen. Das kann doch nicht wahr sein. Schistrick. Na also, geht doch. Ach. So, das war also 3 Sprung. Auf geht's zur nächsten Disziplin. Hammer werfen. Uiuiuiuiui. Ich sag euch, das wird nix. Okidoki. Und Schwung aufbauen. Und verkacken beim Abwurf. Boah,
volle Latte in den Zaun. Genau das meine ich. Das ist echt sauschwer, das Ding aus dem Käfig überhaupt rauszukriegen. Ach Leute! Oh. Komm, wenigstens einmal raus und innerhalb der Zone, die erlaubt ist. Denn aus dem Käfig rauskriegen ist das eine. Im Feld zu landen ist das andere. Das gibt's doch überhaupt nicht, ey. Ziemlicher Linksdrall. Komm jetzt, verdammte Scheiße. Boah, ich drück mir den Wolf. Wahrscheinlich wieder für nix. Das ist genau das, was ich sag. Dann kommt er raus, dann fliegt er nebens Feld. Scheiße doch. Das wäre ein guter Wurf gewesen, wäre er innerhalb der Zone gelandet. Ach, leck mich doch. Hätte ich jetzt demnächst beinahe einen von der Rennbahn erschlagen. Das wäre doch mal was. Das ist echt mega schwer. Also das finde ich hier mit die schwierigste Disziplin, weil... Ist das Ding nicht aus dem Käfig, oder? Ach du Scheiße. Komm, ich mach das jetzt so lange, bis ich einen Wurf im Feld hab. 2 Stunden später. Video mit Extra und Überlänge. Ach, das kann doch alles nicht wahr sein. Den streng ich mal ein bisschen an, ey. Ich fasse es nicht. Es ist echt zum Kotzen. Jetzt hau hin da. Jetzt mach einen Wurf ins Feld. Kann doch nicht so schwer sein. Mann. Kloppt das Ding ins Feld. Oh. Leck mich doch am Arsch. Jetzt mach, dass du den scheiß verfickten Dreckshammer ins Feld kriegst. Oh, ich fass es. Ich hasse diese Disziplin. Für den Arsch, echt. Ja, ich glaub's nicht, ich glaub's nicht. 197 Versuche später. Ich hab ihn im Feld und jetzt leck mich am Arsch. So. High Jump, auch so eine Hassdisziplin. Gleich 2 so üble Disziplinen hintereinander. Da geht's auch drum, rechtzeitig X zu drücken, nachdem man Schwung aufgebaut hat. Ich weiß nur nicht, wann rechtzeitig ist. Das kann also auch nichts geben. Puh, was zum Teufel war das denn? Ja, das ist genau das, was ich sagte. Ganze Knicken, ey. Und jetzt... Oh, was soll das denn werden? Next. Hier macht er nicht so einen komischen Tanz. Ah, wenigstens ist er mal gesprungen. Ja, habe ich auch gemerkt. Aber so weit war ich ja noch nie. Komm, noch ein Versuch. Oh, für den Arsch. Nächster Versuch. Komm, ich mach noch einen Versuch hier. Wenn ich jetzt nicht gleich drüben bin, dann weg mit dem Sack. Dämlich. Okay, das war Hochsprung. Liegt mir, wie man sieht, überhaupt nicht.
Und jetzt habe ich keinen Bock, mich da nochmal so zu verausgaben wie gerade beim Hammerwurf. Hürdenlauf liegt mir da schon wieder mehr, glaube ich. Wahrscheinlich komme ich mit 20 Hürden um den Hals über die Ziellinie. Number one in the world. Ich bestimmt nicht. Die letzte Number, wo gibt. Set. Ach, drück. X. Und X. Nein. X. Ja, du sollst springen. Ich sag ja, ich nehme jede Hürde mit. Kommen Sie mit, seien Sie dabei! Wahrscheinlich letzter Platz. Qualifying Time 18, da bin ich drüber. Joa, das war für den Arsch, aber so sieht's Hürdenlaufen aus. 496 Punkte. Okay, das war Hürden. Das war dann wenigstens mal wieder ein bisschen kürzer. Okay. Gehen wir zur nächsten Disziplin. 100 Meter Freestyle. Die einzige Schwimmdisziplin. Und da geht es einfach darum, ordentlich Button mashen und vor der Wand hinten rechtzeitig X zu drücken, um zu wenden. Ja, jetzt habe ich den Start verpasst. Labern und nicht konzentrieren ist nicht gut. Und diese Bahn, die kann verfickt lang sein, stelle ich fest, weil irgendwann fällt dir der Finger ab. So, drück dich ab. Jetzt gib alles. Oder auch nicht. Denn so viel Schwung kannst du gar nicht aufbauen. Ah, der Controller explodiert gleich und ich schwitze mir einen ab. Mann, was habe ich denn jetzt? Bestimmt nicht den ersten Platz. Doch, ich hasse es nicht. Ich, was punktgleich mit Computer 3? Boah. Okay, das war Freestyle. Ich sag mal, für PlayStation 1 Verhältnisse ist es eigentlich alles ganz nett gemacht. Sieht gut aus. Spielt sich okay. Also ja gut, Hammerwerfen ist meine Hassdisziplin, genauso wie Hochsprung, habe ich gerade festgestellt. Da kommt noch Kugelstoßen und dann noch Weitsprung, dann haben wir alles mal durch. Und dann geht es an die einzelnen, dann versuche ich mal einen Wettkampf, aber ich glaube, da bin ich ziemlich schnell draußen. Dann habt ihr wenigstens die Disziplin einzeln mal gesehen. Okay, Schwung aufbauen. Und abdrücken und ab ins Foul. Jawohl, so gehört sich das. Da bin ich Weltmeister drin. Das könnte besser klappen. Zumindest bin ich in der Qualifikationsweite. Aber Weltrekord 23, ja meine Fresse. Willst du das denn? Nein, knapp draußen. Oh, das wäre irgendwo um 18 gewesen. Komm, einfach suchen wir noch. Okay, ich hätte mich qualifiziert. Ja gut, das war Kugelstoßen. Das kann man also backen. Jetzt kommt Long Jump. Und dann sind wir fertig. Dann haben wir alle Disziplinen mal gesehen. Und dann geht's ans Eingemachte. Ja, Long Jump. Da darf man nur den Absprung nicht verpassen. Okay, dann mal los. ...7,23 Meter gleich im ersten Sprung. Das muss ein Versehen sein. Okay. Komm, machen wir noch einen zweiten. Na? Lauf los, Freund. Okay, das war nix. Ja, 5,50 Meter muss man schaffen. Das war nix.
wie es auch das rote X sagt, not qualified. 7,4 Meter, jo, akzeptabel. Kann man nehmen. Okay. Damit bin ich, glaube ich, durch beim Practice. Exit Practice. So, jetzt starte ich, halte ich da mal kurz an und starte neu. So, Practice haben wir durch. Jetzt geht's los. Ich wette, ich komme hier keine... Ist hier noch alles so wie gehabt? Jawohl. Ich komme hier keine 5 Meter weit. Also schon gar nicht, wenn das irgendwie... Nicht China. Schon gar nicht, wenn das irgendwie mit Stabhochsprung oder Diskus oder Hammerwerfen anfängt. Ja, bis zu 4 Spieler können mitspielen. Event Select. Ah, kann ich das aussuchen? Ja, dann fange ich... Dann fange ich mit 100 Meter Sprint an. Na, aber mal gucken. Also wenn ich die einzelnen Disziplinen wählen darf, dann wäre das ja nicht schlecht. Mal gucken, ob ich hier einigermaßen klarkomme. Jetzt ist mein Finger schon einigermaßen welk. Player 2, Player 3, Player 4, Press Start. Ich weiß gar nicht, unter welchen Begebenheiten man hier 4 Spieler dran machen kann, weil es gibt ja nur 2 Gameports. Ich glaube, hier wenigstens den zweiten noch. Oder es gibt hier einen speziellen Adapter, dass man 4 Spieler zocken kann. Mhm. Tja, da bin ich knapp Zweiter. Okay, also wie es aussieht, habe ich mich qualifiziert. Total Points, 424. Gut. Prost, weiter geht's. Jawoll, qualified. Das sind also Sachen, die sieht man natürlich im Practice nicht. Ah, da sieht man schon, was schon gemacht wurde. Das überspringt er dann. Okay. Ja, ich glaube, dann will ich die Hassdisziplin als letztes nehmen. Long Jump. Ja, das probieren wir. Das finde ich ja witzig, dass man sich das aussuchen kann. Aber es kann dann sein, wenn man bei einer Disziplin scheitert, dass dann zu Ende ist. Ich weiß es nicht. Erster Versuch. Jawohl. Okay. Na dann. Mal schauen, ob ich das gebacken krieg. 6,16 Meter ist auf jeden Fall schon mal qualifiziert. Was? 6,11 Meter? Ja, hat er mir was abgezogen. Na, jedenfalls bin drin. Das ist gut. Boah, da hat er sich auf den Rücken gelegt. Deswegen hat er mir das abgezogen. Ah, schade. Ein bisschen viel Rückenlage. Und Versuch Nummer 3. 6,89 Meter. Jawohl, das ist nicht so schlecht. Damit sollte ich noch im Rennen sein. Was kommt jetzt? Ein Wiederholungssprung. Kommt die Wiederholung meines besten Sprungs? Ja, der beste Sprung wird nochmal in der Wiederholung gezeigt. Cool gemacht, das Game. Gefällt mir. Oh, damit war ich sogar auch am besten hier in dieser Disziplin. Nice. Gut. Totalpunkte. Ja. Bin ich knapp in Führung. Gut, dann geht's weiter. Winner! Yes! Yeah! Dance! Kugelstoßen? Ja, Kugelstoßen geht ja noch. Immer Kugelstoßen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Hoffentlich fliege ich nicht hier jetzt schon raus, sonst hätte ich eine andere Disziplin nehmen müssen. Aber wie gesagt, ihr habt ja auch im Practice-Modus schon alles gesehen.
first attempt. Versuch 1, bitte lass ihn gelingen. Zumindest schon mal in der Qualifikationsweite beim ersten Wurf hat sich das Training ausgezahlt. War der erste Wurf besser. Der könnte vielleicht nicht schlecht sein. 15:31, jedes Mal schlechter. Was hatte ich denn beim ersten Mal für einen Winkel? Keine Ahnung. Jedenfalls, ich bin noch im Rennen, ich habe die Qualifikationsweite geschafft. Das reicht ja. Inwieweit ich jetzt hier weiterkomme. Okay, da war jemand besser. Immerhin Platz 2. 903 Punkte. Und total bin ich noch auf dem zweiten Platz und das Feld ist dicht beieinander. Ich habe mich zumindest qualifiziert. Jawohl. Also ein sehr cooles Game, muss ich sagen. Ja, Freestyle habe ich, sehe ich auch noch Chancen. Okay, also Freistil, Schwimmeln. Yes. Boah, wieder den Start verschlafen. Ich hoffe, ich kriege das einigermaßen rausgeholt. Mesh, 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 mesh. Boah, ist das anstrengend. Backen kloppen. Oh, fuck. Da fällt dir die Flosse ab. Boah, da oben auf Bahn 2. Scheiß enge Konkurrenz. Meine Güte, mir fällt der Finger ab. Kommt das hier jetzt endlich bei meinem Sicht? Fuck, 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 fuck. Oh, ist das anstrengend. Ah! Oh mein Gott. Oh, geht das auf den Finger, ey. Lecko funny. Okay. Replay. Das ist eine ganz knappe Kiste, glaube ich. Eieieiei. Oh, da kann ich wenigstens mal kurz relaxen. Meine Güte. Boah, das ist aber scheißknapp. Zeitgleich. Boah, knapper geht's ja wohl nicht. Eieiei. Und damit bin ich wieder knappst in Führung. Boah, ist das eine enge Kiste. Winner. Yes. Yeah, jump, jump, jump. Freu dich. 110 Meter Hürden. Diskus. Oh, Diskus ist auch fuck. Ah, scheiße. Ah, ich kann auch so. Okay. Wir haben noch Dreisprung, wir haben Speerwurf. Okay. Ich nehme Speerwerfen. Weil nachher kommen dann die Kackdisziplinen und ich glaube, da ist dann auch Ende. Da sehe ich kein Land. Ihr habt es ja vorhin gesehen, Hammer werfen und so. Ach du Scheiße. So, ich hoffe, hier kriege ich jetzt was gerissen. Oh, 55 Meter sind zu packen. Oh, fuck. Okay, komm, wenn ich es jetzt einmal hier raus. Lass es nicht hier schon zu Ende sein. Oh Mann. Oh fuck, das wird schwierig. Lass es nicht hier schon enden. Nein, 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 nein. Oh Gott. Nein. Ich glaube, das war's. Das hat nicht gereicht. Scheiße. Schluck Cola. Perfekt. Ja, das war nichts. Ich befürchte, ich bin jetzt raus, oder? Oder geht's darum, wer am Ende die Gesamtpunktzahl hat? Ja, damit habe ich natürlich so richtig abgelost.
Scheiße. Ist halt die Frage, bin ich noch drin? Weil ich kenne das von Track and Field. Ja, disqualifiziert. Das ist genau das, was ich meine. Continue. Ach, ich kann continue. Press Start. Ja, wenn das so ist. Try again. Na, dann nehme ich erstmal 3 Sprung. Ey, da scheitere ich tatsächlich beim Speerwurf. Das hätte ich jetzt nicht vermutet. Und 3 Sprung ist jetzt auch nicht unbedingt meine Stärke. Na dann. Auf die Plätze, fertig, Luis. Weltrekord 18,29 Meter. Ist klar. Schön, da brauche ich gar nicht weiterlaufen. Am Arsch. Komm, jetzt lass mich nicht hängen. Ja, mach da nicht so einen dummen Verrenk. Oh, okay, auf jeden Fall habe ich mich qualifiziert. Oh Mann. Tja, geht da noch mehr? Ist da noch mehr drin? Up and away. Oh, 15,33 Meter. Jawohl. Das war jetzt nicht so schlecht. Ich hoffe, das hat gereicht, um einigermaßen weiterzukommen. Ich habe ein paar Punkte geholt. Ja. Na, wie sieht's aus? Wie schaut's aus? Ah, das war schön. Oh, da habe ich gut Punkte gemacht. Jawohl. Ja, damit bin ich vorne, aber das ändert sich wahrscheinlich gleich mit der nächsten Disziplin. Die ich einigermaßen beherrsche, die habe ich jetzt hinter mir. Oh, haben wir nur Vorsprung. Achso, wir haben noch Hürdenlauf. Ja, Hürdenlauf. Okay, warte mal, aber Stabhochsprung? Ja gut, komm, wir probieren Stabhochsprung. Eieieiei. Ich hoffe, ich schaffe wenigstens die Qualifikationshöhe. Ich hoffe, ich komme da überhaupt irgendwie rüber. Qualify 3,50 Meter ist, glaube ich, auch schon eingestellt. Ja, okay, meine Güte. Drückt mir die Daumen, Leute! Boah, mir tut der Finger schon weh. Scheiße, ist das anstrengend. Ja! Yes! Qualifikationshöhe gepackt. Second attempt. Das wollen wir jetzt wissen. Und los! Mimimimi. Wahrscheinlich ist das Peanuts, weil die anderen schaffen alle 5 Meter oder so. Ja, auch da war noch Luft nach oben. Wenn ich das richtig gesehen habe. Third attempt. Komm, das will ich jetzt wissen. Ich habe ja wenigstens schon die Qualifikationshöhe. Ja, wenn das nicht klappt, ja, dann scheiß drauf. Oh, der Schuh wird nicht reichen. Oh, gerissen! Ah, das sah knapp aus. Na gut. Okay, aber qualifiziert sollte ich mich haben. Ich habe nur das Gefühl, die anderen sind besser gesprungen als ich. Ja, bei diesem zweiten Sprung, da war echt noch Luft nach oben. Tja, immerhin, qualified. Eine Medaille werde ich wohl nicht gemacht haben. Ja, das war irgendwie klar. Gut, ich war besser als Com 3. Hehe. Total Results. Ja, zweiter Platz. Aber das ändert sich gleich. Da bin ich ziemlich sicher. Ja, ich kann mich freuen, dass ich mich qualifiziert habe. Immerhin. Diskus. Diskus ist noch offen.
Hürden. Ich glaube, wir nehmen Hürden. Bevor dann die Halsdisziplinen kommen. Aber mittlerweile denke ich sogar, Hochsprung ist die beschissenste Disziplin. Bei einem anderen habe ich vielleicht noch Glück und komme irgendwie durch. So, jetzt wird es wieder spaßig hier, Leute. On your mark. Bis aufs Mark. Jetzt nehme ich bestimmt wieder jede Hürde mit. Gut aus dem Start gekommen und dann verkacken. Drück! 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 Wie viel kommen denn noch? Oh. Und jetzt! Scheißendreckte! Ich hoffe, ich habe mich... Oh ne, 18.04. Sag nicht, ich habe mich knapp nicht qualifiziert. Nein! Scheiße, wir haben alle verkackt. 8.20. Nicht qualifiziert. Fuck! Sehe ich das richtig, dass es keiner geschafft hat? Oh nein. Bitte nicht. Nein! 18.20, voll für den Arsch. Continue. Yes, komm. We try again. Und diesmal nehmen wir nicht Hürden. Wir verkacken beim Diskus jetzt. Ich weiß nicht, wie viele Continues man hier hat, aber ich glaube allzu viele nicht mehr. Das wird wahrscheinlich mein letztes Continue sein, oder? Okay. Oh meine Fresse. Ich sehe jetzt schon, das wird nichts. Ja, na genau, ich hab's gerade wieder mal voll versaut. Second attempt. Ja, ja, komm. Am Arsch, second attempt. Nee. Ja, von der Weite her wäre es vielleicht was gewesen, wäre er im Feld gelandet. Ja, damit bin ich dann gleich schon wieder disqualifiziert. Komm, es bleibt im Feld. Irgendwie. Oh, ich habe mich qualifiziert. Leck mich am Arsch. Mit dem letzten Wurf. Ich bin nicht weg vom Fenster. Yes, die Animationen sind echt noch gut, finde ich. Die Bewegungsabläufe und so. Sieht echt noch gut aus. Oh Mann. Ja. Immerhin, ich habe mich qualifiziert. Aber wie? Am Arsch knapp. Da habe ich natürlich gut Punkte abgelost. Qualified, ja, das reicht. Qualified heißt qualified. Weißt du was? Komm, wir probieren jetzt Hammer. Vielleicht habe ich ja Schwein und kriege den doch irgendwie raus. Aber ich vorhin ja 100.000 Versuche im Practice-Modus gebraucht habe. Jetzt klappt's auf Anhieb. Pass auf. Tschüss, lol. Wollen wir schauen. Okay. Es klappt auf Anhieb, das Ding in den Zaun zu wimsen. Versuch Nummer 2. Gleich ist es vorbei. Oh, verdammte Scheiße. Drück aufs X, wenn du sollst. Mann. Oh. Hey, genau so eine Scheiße wie vorhin. Ich glaub's nicht. Ja, wieder mit dem letzten Scheißwurf qualifiziert. Fuck yeah! Oh. Mann, ey, mach ich's wieder spannend. Oh Gott. Alter Schwede, war das knapp. Oh. Durchgelogen. Was? Oh, und dann habe ich aber trotzdem nicht gut abgeschnitten. Oh, da waren andere fast 10 Meter weiter als ich. Und sogar 10 Meter weiter. Oh, yeah.
Also jetzt in der Gesamtpunktzahl kacke ich jetzt aber langsam ab, ne? Na, immerhin. Immerhin, ey, ich habe mich qualifiziert. Da bin ich aber heilfroh. Ja, unglaublich, unglaublich. You are the winner? Nee. Jetzt bleibt nur noch Hürdenlauf, Speerwurf oder Hochsprung. Ich versuche nochmal die Hürden, aber ich habe da kein gutes Gefühl. Also los. Wahrscheinlich nehme ich wieder nur die Hürden mit und dann kannst du sowieso knicken. Ach komm Leute, jetzt, das muss jetzt klappen. Ich muss unter 18 bleiben. Na! Na! Oh fuck! Lass mich raten, habe ich es geschafft? 1780? Das wäre natürlich der Hammer. Coke. Ich hätte mich da noch nach vorne lehnen sollen. Fuck ja, ich habe es ganz knapp geschafft. 1789. Meine Fresse, das war aber ganz schön knapp. Japan vor Deutschland, vor USA, vor Russland. Ich habe mich qualifiziert. Knappe Scheiße. So. Ja, High Jump am Arsch. Ich würde sagen, ich versuche es nochmal beim Speerwurf. Aber ich habe da auch kein gutes Gefühl. Wie willst du da auf die Weite kommen? Das ist echt bitter. So, man muss ja irgendwie hier den Controller am Tisch zementieren, damit er nicht wegrutscht. Das wäre überhaupt eine Idee, irgendeine Gummimatte oder sowas. Schöne Scheiße, du Assi. Mach ich's wieder spannend? Ach, jetzt leck mich doch am Arsch. Na, ja, das wird nix, ey. Oh, nein! Knapp vergeigt! Ah! Scheiße, es hätte ja was werden können, aber nee. Das war mein bester Wurf überhaupt bis jetzt. Das habe ich auch im Practice Mode nicht geschafft, ne? So knapp an der Qualifikationsweite. Gescheitert. Ja, guck dir die Computergegner an. Boah, der schlimmste von allen. Scheißdreck. Ja. Da ist dann Ende Gelände. Ich frage mich, ob ich noch ein Continue habe, dann will ich es nochmal probieren. Disqualifiziert, dann bricht er zusammen. Mensch, Thomas, was machst du denn da? Oh, ich kann nochmal versuchen. Ja gut, dann probieren wir es nochmal. Ja, versuchen wir da nochmal. Schwerwurf. Jetzt, das muss jetzt klappen jetzt. Wenigstens Qualifying irgendwie. Come on! Jetzt geht das. First attempt. Jawohl. Hau hin! Oh, wenigstens mal ein qualifizierter Wurf. Also, wenn es jetzt kein Foul ist, sagen wir es mal so, qualifiziert ist er ja nicht. Boah, ich krieg den Winkel nicht vernünftig. Oh Gott, was ein Scheißweite. Das ist, hier ist Ende. Keine Chance. Also, Hochsprung wollte ich ja gar nicht erst versuchen. Ah, Dreck. Nee. Das war ein Satz mit X. Oh Gott. Da war ich vorhin ja besser. Okay. Disqualifiziert.
Qualified. Komm, ein letztes Mal noch. Und diesmal... Ah ja, ich habe sowieso kein Continue mehr dann, wenn ich das richtig gesehen habe. Da oben war jetzt eine Null. Verkacken war zuletzt im Hochsprung. So, der Controller liegt bereit zum Verkacken. Was ist denn die 1,50 Meter? Okay. Okay. Let's verkack. Runde 1. Ja, los. Schön drunter her. Das war schon mal nix. Danke. Second attempt. Ja, ja, ich weiß genau, wie das ausgeht. Ja, jetzt. Da muss man eigentlich erstmal so theatralisch den Arm heben. Ich fass es nicht. Ich bin drüber, aber wie, du? Third attempt. Wie habe ich denn das gemacht? Zumindest bin ich qualifiziert. So, probieren wir mal 1,60. Verkacken wir mal 1,65. Ja, bellen. Scheißendreck, Scheißendreck. Aber immerhin, ich habe mich qualifiziert. Das glaube ich ja nicht. Jetzt scheitert jetzt alles am Speerwurf. Ja, da war ich sogar gut drüber von der Höhe. Das ist das erste Mal überhaupt, dass ich über diese Stange gekommen bin, oder? Ja, zumindest, ich bin noch im Rennen. Aber in der Gesamtpunktzahl stürze ich jetzt natürlich voll ab. Ein Wunder, dass ich noch drin bin. Qualified. Okay, das heißt, ich habe eine letzte Chance beim Speerwurf und dann war es das auch. So, also, Speerwurf bleibt als einziges übrig. Wer hätte gedacht, dass ich ausgerechnet beim Speerwurf verkacke? Ey, das glaube ich jetzt nicht. Ist das 55 Meter? Ja. Ey, da brauchst du mehr Glück als Verstand wahrscheinlich. Ach, das ist doch zum Kotzen wieder. Second attempt. Ja, leck mich doch fett. Oh, 47 Meter 21. Nein, reicht nicht. Third attempt. Fuck. Ah, shit. Oh, ein Endergebnis. 7255 Punkte nach allem und dann disqualifiziert. Ja. Das war nix. Ja, komm, kein Continue mehr. Ist mir egal jetzt. Oder komm, einen allerletzten Versuch noch. Jetzt bleibt ja nur noch Speerwurf übrig. Und wir probieren es einfach nochmal. Kann es sein, dass im Schwierigkeitsgrad leicht, so wie ich es jetzt habe, man unendliche Continues hat? Das wäre natürlich noch möglich. Es kann allerdings auch sein, dass bei höheren Schwierigkeitsgraden die Qualifikationswerte höher liegen. Also, dass man hier weiterwerfen muss oder so. Ja, das wird wahrscheinlich wieder nichts. Ja. Nicht ganz verkackt, aber auch nicht gut. Oh, nah dran. Okay, letzter Versuch. Na. Oh, Scheiße, ey. Ich komm nicht an die 55 Meter. Ja, komm, ich geb's auf. Dass ich ausgerechnet beim Speerwurf scheitere, das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Warum ist denn die Weite so kackhoch, die man schaffen muss, ey? Ja,
Okay. Also das war ja mal doch ein recht ausführlicher Einblick in International Track and Field für die PlayStation 1. Wie gesagt, da gibt es auch eine PlayStation 2 Version, die wahrscheinlich ähnlich aussieht, mit wahrscheinlich ein bisschen hübscherer Grafik. Vielleicht lege ich mir die auch irgendwann mal zu, gucken wir die mal an. Auf jeden Fall hat mir das Zocken Spaß gemacht und ich kann mir vorstellen, zu mehreren macht das so richtig Laune. Ja, ich hoffe, das Zuschauen hat euch Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, zock mal wieder mit Tomaniac. Macht's gut, Leute. Game over. Jawohl, so ist es. Da ist nichts mehr zu holen. Also, ciao.